Ganz herzlich begrüßen wir Sie zu unserer Corona-bedingt abgewandelten Form unserer jährlichen Hengstparade. Jeden Tag in dieser Woche werden Sie eine Episode eines Themenblocks zu sehen bekommen. Sporthengste Dressur, der Themenblock Springen, die Themen Kaltblüter, verschiedene Anspannungen und klassische Hengstparadenschaubilder. Ab 10 Uhr können Sie in dieser Woche jeden Tag eine neue Folge ansehen. Wir vom NRW Landgestüt wünschen Ihnen eine gute Unterhaltung und viel Spaß. Hier haben Sie die Möglichkeit, einmal zuzuschauen, wie ein Mehrspänner angespannt wird. Jetzt sind wir dabei, die Pferde aufzuscheren auf der Stahlgasse. Sie sehen, für diese Vorbereitung ist ein Team notwendig. Das kann man alleine kaum schaffen. Hier sehen Sie, wie dem Hengst das Geschirr übergestreift wird, alles auf seine richtige Position gebracht wird. Letzter Schliff an den Hufen. Sie sehen, wie gelassen alle arbeiten. Ruhe ist im Stall. Pferde sind völlig entspannt. So, jetzt werden die Leinen eingezogen. Interessant vielleicht, die Leinen der Vorauspferde, die wir in diesem Mehrspänner einsetzen, sind 10,20 Meter lang. So, nun geht es hinaus zum Anspannplatz. So, nun werden die Hengste hinausgeführt, um angespannt zu werden. Gleich werden Sie sehen, dass wir diese prächtigen Kaltbluthengste vor eine Original Mail Coach spannen werden, wie sie um 1900 noch im Gebrauch war. Sie sehen, für so eine derartige Mehrspänneranspannung benötigt man viele Helfer, die alle wissen, was zu tun ist, worauf es ankommt. Wichtig dabei ist immer Ruhe, Gelassenheit und Souveränität auszustrahlen, die sich auch auf die Pferde überträgt. Eine derartige Mehranspannung, die wir hier anspannen, also an einem Sechsspänner, findet man in Deutschland nur noch auf den großen Landgestüten. Die haben eigentlich die Möglichkeit, solche farblich aufeinander abgestimmten Mehrspänner noch zusammenzustellen. So. Jetzt besteige ich den Kutschbock, mein Beifahrer, auch ein wichtiger Mann im Gespann, nimmt Platz, die Leinen sind aufgenommen und die Fahrt beginnt. Jetzt hat man noch die Möglichkeit, einige Feinjustierungen einzustellen an den Leinen und dann geht die flotte Fahrt los. Wichtig ist, dass die Pferde nach Typ und Charakter zusammengestellt sind. Gängige Vorderpferde, kräftige Stangenpferde, die den Wagen ja durch die Kurve ziehen müssen. Ja, liebe Zuschauer, eine der größten Herausforderungen im Mehrspännerfahren mit Hengsten ist sicherlich diejenige, dass man, Sie sehen da, dass die Hengste sich auch untereinander leiden mögen. Nicht alle Hengste sind miteinander befreundet. Gerade wenn sie im aktiven Deckeinsatz sind, ist es für die Hengste schon eine charakterliche Überprüfung, so friedlich im Gespann nebeneinander herzugehen. Wie Sie gerade gesehen haben, gibt es da ab und zu mal kleine Irritationen, die aber durch Zuruf des Fahrers schnell wieder behoben sind.
Ja, ich freue mich ganz besonders, Ihnen hier das Schaubild mit den Kaltblütern präsentieren zu dürfen, vorgestellt von unseren Auszubildenden. Dieses Schaubild ist etwas ganz Besonderes, denn das Landgestüt hat hier für die Züchterschaft Kaltbluthengste zur Verfügung und ist damit beauftragt, diese bedrohte Rasse mit zu unterstützen, dass die Züchter Zugang zu geprüften Hengsten finden können. Das Besondere dieser Quadrille ist nochmal zu sehen, dass wir hier die vier Farben haben, die im Angebot sind. Es ist einmal der braune, der jetzt rechts abbiegt, von Adoro, vorgestellt von Lena Blomberg. Und dann haben wir einen Fuchs, man nennt es auch die Blonden, Karat mit Christine Mümpken. Einen Braunschimmel, Lindor, vorgestellt von Nathalie Schmidt. Und der letzte im Bunde, ein Rappe, Fietje, vorgestellt von Laura Schwarz. Das rheinisch-deutsche Kaltblut ist eine ganz besondere Pferderasse, die natürlich ihren Ursprung in der Landwirtschaft mal gehabt hat, aber mittlerweile im Freizeitbereich angekommen ist und ein besonders geeignetes Pferd ist für die Freizeitgestaltung, zum Fahren geeignet, zum Reiten geeignet, sind sehr gutmütig, leistungsbereit und gut zu handeln. Selbst beim Holzrücken im Wald werden sie eingesetzt als Zugtiere und bis hin zur Hippotherapie, wo sie als zuverlässige Partner wertvolle Dienste leisten. Unsere Auszubildenden haben hier die Gelegenheit, mit diesen schicken Vertretern ihrer Rasse ihre ersten Erfahrungen oft mit Quadrillereiten zu machen. Das Quadrillereiten, eine besondere Präsentationsform, die beweist, dass die Pferde eben rittig sind, die Reiter mit Geschick diese Pferde in Szene zu setzen wissen und anspruchsvolle Aufgabenstellungen, Hufschlagfiguren zu präsentieren. Man denkt manchmal, das löst sich gar nicht wieder auf, der Knoten, aber dann sieht man, wie sich das wieder in neue Formen überführen lässt. Und es ist schon sehr anspruchsvoll, hier an seinem Platz zu bleiben. Man muss sehr guten Überblick über die Situation haben und wie gesagt, ein gutes reiterliches Geschick schon an den Tag legen. Das Nordrhein-Westfälische Landgestüt ist einer der größten Ausbildungsbetriebe in Deutschland in der Pferdebranche. Wir bilden die drei Fachrichtungen, die mit dem Warmblut verbunden sind, hier aus. Das ist einmal die Fachrichtung Haltung und Service, wo es in der Kernkompetenz um die Betreuung von Pferden und Kunden geht. Der klassische Stallmeister, wenn Sie so wollen. Und wir haben natürlich die Ausbildung zum klassisch ausgebildeten Reiter, wo es darum geht, Pferde und Menschen auszubilden. Und last not least, und das ist natürlich bei uns im Gestüt besonders wichtig, auch die Fachrichtung der Zucht, wo es um die Reproduktion von Pferden geht, beziehungsweise dann auch um die Aufzucht. Also all diese Fachrichtungen können bei uns gelernt werden und für die jungen Leute ist das ein sehr attraktiver Arbeitsplatz. Denn hier hat man die Gelegenheit, alle Bereiche des Pferdebereichs kennenzulernen und auch fachrichtungsübergreifend mal in andere Bereiche hineinzuschnuppern. Die Präsentation in dieser Quadrille ist immer wieder ein Hingucker und ich muss sagen, das ist sehr gut gelungen. Die sind schön an ihrem Platz geblieben. Und wenn wir jetzt zum Abschluss noch ein besonderes Highlight zu sehen bekommen, ist das eine Vertrauensübung zwischen Pferd und Mensch. Das war früher üblich, dass die Pferde sich das gefallen lassen, dulden, dass man sich hinstellt, ruhig, vertrauensvoll stehen bleiben, aber auch für die Reiter eine Geschicklichkeit, hier zu stehen auf dem Pferd hinter dem Sattel und einmal zu beweisen, wie Mensch und Pferd zu einer Einheit verschmelzen können.